Verfolgerduell in der Regionalliga Nord. Phoenix Lübeck reist als Tabellendritter zum VfB Oldenburg. 5 Zähler trennen beide Mannschaften aktuell, wobei Lübeck noch 2 Nachholspiele auf dem Programm hat. Sollten sie die gewinnen, würden sie an Hannover und Kiel vorbeiziehen, bis an die Tabellenspitze. Das Spiel allerdings hat absolut keinen Topspielcharakter. Es dauert bis zur 40. Minute, ehe man erstmals von einer Torannäherung sprechen kann. Linus Schäfer mit dem ersten nennenswerten Abschluss in dieser Partie. Phoenix hat 8 der letzten 9 Spiele in der Regionalliga gewonnen. Die Brust ist also ordentlich gewachsen. Davon ist hier aber nicht viel zu sehen. Das Spiel ist geprägt von Fouls und Diskussionen. Kurz vor der Pause jetzt mal doch etwas Fußball. Oldenburg erstmals ohne richtigen Zugriff in der Defensive. Die Hereingabe aber verpufft. Wir warten weiter auf den ersten richtigen Torschuss. Der wird aber kommen. Julian Meyer. Plötzlich scheppert das Gebälk. In der Nachspielzeit hat Phoenix die XXL-Chance auf die Führung. So aber bleibt es beim 0:0 nach 45 Minuten. Das Beste ist bislang der Support von den Rängen. Die gute Nachricht, es wird besser nach dem Seitenwechsel. Kniestock findet Deichmann, nochmal Deichmann! In der 50. Minute die Führung für den VfB Oldenburg. Es ist das erste Saisontor vom Innenverteidiger, der hier gut nachsetzt. Beim Nachschuss ist Karl Leonard chancenlos. Wie reagiert Phoenix auf diesen Rückstand? Die Hereingabe rutscht durch bis zu Waldemar Satrifa, abgeblockt. Zweiter Versuch, den schießt Fritsche aber vorbei. Es ist längst kein hochklassiges Spiel, aber es gibt jetzt wenigstens Chancen. Vor allem für Lübeck, der eingewechselte Jaden Bennett. Auf Julian Meyer. Ein Haken, wieder geblockt, aber Meyer setzt nach, macht das stark, möchte dann einen Elfmeterpfiff und den bekommt er auch. Eine Einzelaktion von Julian Meyer bringt die große Ausgleichschance. Hüseni macht ihn rein. 10 Minuten vor dem Ende gleichen die Gäste aus. Haris Hüseni verletzt Peitzmeier im Oldenburger Tor. Was ist jetzt noch möglich für den Tabellendritten? 83. Minute. Es wird etwas unübersichtlich, ein Gerangel am Spielfeldrand und plötzlich zückt Schiedsrichter Florian Pötter die rote Karte. Und zwar für Marc Schröder. Es lässt sich nicht genau auflösen, was da passiert ist. Fest steht, Oldenburg ist in den Schlussminuten nur noch zu 10. Die letzten Sekunden laufen. Meyer, der mit Abstand beste Mann auf dem Platz, versucht es nochmal mit einem Solo. Der Abschluss von Fritsche geht dann aber deutlich am Tor vorbei. Es ist die letzte Aktion in diesem Spiel. Am Ende trennen sich Oldenburg und Phoenix unentschieden. Wir sind gut reingekommen. Wir hatten gute Chancen in der ersten Halbzeit, die natürlich auch. Also es war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Zweite Halbzeit, ja, war so ein bisschen drunter und drüber. Wir schießen das 1-0, müssen es einfach dann besser verteidigen, geben denen mehr Räume, mehr Chancen, die bekommen Brust. Und ja, dann bekommen die den Elfmeter für die rote Karte und dann müssen wir im Endeffekt mit dem Punkt zufrieden sein. Aber der Linienrichter meinte, er wollte den anderen abschießen. Der Schiedsrichter hat gesagt, nachgetreten. Also die haben komplett aneinander vorbeigesprochen. Und ich weiß nicht, was diese rote Karte wirklich für einen Zweck hatte. Beide Halbzeiten insgesamt relativ zerfahren, wenige Highlights, ein 1:1, was am Ende für beide Teams in Ordnung geht.